ソラタのバカ。Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xerion hier am Start am letzten Montag. Wir spielen heute Stormbound. Soll wohl ein gutes Spiel sein. I don't know. Ich weiß gar nicht, was uns erwartet, aber es sieht irgendwie nach so einem Taktikspiel aus. I don't know. Lesen wir uns das mal durch. Ziel. Es gewinnt der Spieler, der die Basis des Gegners zuerst zerstört. Okay. Vorderste Linie. Das ist deine vorderste Linie. Einheiten können nur auf leeren Feldern dahinter platziert werden. So, vielleicht so ein bisschen wie Schach. I don't know. Spiele eine Karte, platziere die Einheitskarte auf einem Feld hinter deiner vordersten Linie. Okay. Wir haben gerade hier begabte Rekruten, Ritter. Level 1, 2 Leute, ein Geschwindigkeitsdings oder so. Also ein Feld nach vorne, legen wir die einfach mal dahin. Vorderste Linie. Deine vorderste Linie rückt nach vorne, wenn deine Einheiten vorrücken. Cool. Ende des Zugs. Beende deinen Zug, sobald du fertig bist. Ich mag so rundenbasierte Spiele sehr gerne. Mit Taktik ist das immer sehr cool. Und Kartenspiele mag ich auch sehr gerne. Und der Stil gefällt mir bei diesem Spiel. Zug beenden. So, gucken wir mal, was der Feind so macht. Er hat Freibeuter. Den setzt er dahin. Okay, ich bin gespannt, wie wir gleich kämpfen oder so. Beginn des Zugs. Zu Beginn deines Zugs bewegen sich alle deine Einheiten einen Schritt nach vorne automatisch. Okay. Das Stärke-Symbol zeigt, wie stark die Einheiten auf dem Feld sind. Der ist 2. Oh. Und achso, wir haben 2. Und das ist okay, gut. Das ist unsere Stärke. Wir haben 2. Keine Ahnung. 2 Männerstärke. 2 Kraft. Keine Ahnung. Bewegung. Das Tempo-Symbol auf der Karte zeigt die Anzahl der Felder, die eine Einheit zurücklegt, wenn sie gespielt wird. Gut. So, wir haben jetzt noch einen. Wir können die auch eigentlich nur da legen und dann können wir direkt gegen den kämpfen. Kampf. Wenn Einheiten auf ein Feld mit einem Feind gelangen, kämpfen sie. Beide Seiten verlieren Stärke, bis eine davon gewinnt. So, wir kämpfen jetzt dagegen. Einer stirbt, der andere überlebt und wir haben das Feld jetzt erobert. Gut, und dann kann man sich bestimmt irgendwie so ein Deck zusammenstellen. Das ist jetzt eine Stärke. Ah, wir kämpfen jetzt aber nicht gegeneinander. Wir sind jetzt aber da. Der hat 2, das heißt, ich würde den direkt dahin setzen und dann kämpfen wir wieder gegen den und gehen weiter. Zug beenden. Okay, cool. So, der setzt jetzt wieder. Ist natürlich jetzt Computergegner, der jetzt nichts Besonderes macht. Der tötet den einen. Wir gehen jetzt mit den anderen da rein. Und dann haben wir gewonnen. Okay, cool. Wow, das Spiel ist interessant. Also es kommt noch natürlich darauf an, wie man die Karten bekommt und was es ansonsten noch so gibt. Aber cool. Gruppierung neutral. Seltenheit gewöhnt. Natürlich. Kriegsveteran, Ritter. Ah, Stärke 8. Wow. Exekution. Oh, es gibt auch so Zauberkarten oder so. Verursacht 3 Schaden bei einem Gegner oder Bauwerk. Es gibt auch Bauwerke. Klingensturm. Verursacht 1 Schaden bei allen feindlichen Gegnern und Bauwerken. Oh. Nice. Okay, machen wir Tutorial 2. Sieht echt schick aus. Muss ich sagen. Mein Zug. Okay, wir können wahrscheinlich nur einen legen. Du verwendest Mana zum Spielen von Karten. Bei jedem Zug wird dein Mana mit einem zusätzlichen Mana aufgefüllt. Das Mana-Symbol auf der Karte zeigt die Kosten für das Spielen der Karte. Okay, also ist der hier viel zu teuer, weil der viel zu stark ist. Und dann setzen wir einfach mal den hier. Okay, also ist so ein bisschen wie... Was haben wir letztens gespielt? Ist schon wieder was her. Ich weiß es gar nicht mehr, dass dieses Klassik-Spiel Hearthstone. Hearthstone? Ja? Heißt das so? Irgendwie. Sorry, wenn ich irgendwas falsch sage. So, Exekution. Sollen wir Exekution machen? Machen wir Exekution da. Bam. Sehr gut. Und dann beenden wir einfach mal den Zug. Boah, der hat 7. Der ist so stark. Ich glaube, es heißt so. Wäre peinlich, wenn nicht. Schnelle Patrouille setzt er rein. Okay. Die läuft 2 Felder nach vorne. Okay, wir haben jetzt 5, das heißt... Okay, wir killen erstmal und dann setzen wir den jetzt nach hier, damit wir den aufhalten. 5 Stück haben wir da. Nice. So, mal sehen, was er jetzt für Karten hat. Er hat einmal den, killt meinen linken. Nicht, der killt nicht meinen linken. Vielleicht jetzt mit dem hier. Nein, okay. Ich denke, wir machen erstmal gar nichts. Wir können Klingensturm benutzen.
Sollen wir. Machen wir einfach mal Klingensturm. Oh, dann killen wir alle. Wow, also egal wo die stehen, wir verursachen dann Schaden. Der muss jetzt den Einzelnen da töten, sonst haben wir ein Problem. Oder hat er ein Problem? Er kommt da nicht mehr dran. Und wir laufen rein. Okay. Gut, dann können wir jetzt den hier reinsetzen. Das muss sein. Ich will die mal alle sehen. Und dann beenden wir den Zug und dann in der nächsten Runde haben wir die 4 Hitpoints von dem Gegner besiegt. Das ist so nice, dieses Spiel. Mein Zug und wir haben gewonnen. Nice! Oh, also auf den ersten Blick gefällt es mir wirklich. Auch wenn mein Hals gerade sehr weh tut. Persönlicher Diener. Verleihe beim Ausspielen einer anderen zufälligen freundlichen Einheit 2 Stärke. Feste Ebenrock. Nein, Ebonrock. Cool. Fehlfeuer. Frostling. Verursacht beim Ausspielen 2 Schaden bei einem zufälligen Feind in der Nähe. Oh, okay, total. Hier bekommen wir seltene Karten. Cool. Machen wir weiter. Mein Zug. Wir können in der ersten Runde eine Karte ersetzen. Bei jedem Zug kannst du eine Karte ersetzen. Ziehe dazu die Karte einfach auf dein Deck auf der linken Seite. Probier es aus. Ich denke, wir nehmen... Wen sollen wir weggeben? Geben wir mal das weg. So, zurück. Und dann bekommen wir eine andere und dann können wir die hier setzen. Okay. Gut, dann beenden wir mal meinen Zug. Wir brauchen natürlich mehr Mana und in der nächsten Runde können wir vielleicht Exekution ausüben oder diesen Fehlfeuer-Dingsbums. Wir laufen jetzt erstmal nach vorne. Denk dran, dass du bei jedem Zug eine Karte ersetzen kannst. Mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt erstmal das hier. Den legen wir jetzt dahin und dann fügen wir dem direkt schon Schaden zu. Und dann beenden wir mal meinen Zug. Aber cool, dass man auch die Karten ersetzen kann. Oh, der hat 3 Stärke. Der greift uns aber nicht an. Und jetzt sind wir stark genug, um die ausspielen zu können. Okay, wir warten. Dann können wir die jetzt da aus hinsetzen und machen die alle kaputt. Und dann beende ich mal meinen Zug. Ich weiß, es ist sehr gefährlich, bin sehr offen jetzt. Aber er kann nur eine Truppe von mir kaputt machen. Das ist die rechte da. Und ja, okay, gut. So, dann bin ich jetzt dran. Kann, was ist das? Verleiht beim Ausspielen 2 Stärke. Oder Exekution. Oder das. Ich glaube, die tausche ich mal zurück und dann bekomme ich eine neue. Dann bekomme ich die Feste. Ich glaube, ich setze die Feste erstmal hier hin. Und dann beende ich mal meinen Zug. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich die auch weiter nach vorne setzen sollen oder so. Oh, 6. Oh Gott. Okay, mein Zug. Wir gehen erstmal rein. So, dann mache ich, glaube ich... Ich glaube, ich setze den hier hin. Und dann mache ich... Soll ich die kaputt machen oder ich warte erstmal? Sollen wir warten oder sollen wir direkt kaputt machen? Ich glaube, ich warte erstmal hier und lass die mal laufen. Dann beende ich meinen Zug. Es wird spannender. Dann können wir, glaube ich, Exekution bei dem einen gleich machen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Wir setzen jetzt so einen da rein. Okay. Und noch ein Zwerg. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Ich denke, wir machen... Die laufen jetzt nach vorne. Dann mache ich... Exekution, 3 Schaden. Das sind 2er. Ich glaube, wir haben ein Problem. Beziehungsweise ist ja eigentlich kein Problem, wenn wir das... Wir machen, glaube ich... Das mache ich erstmal. So. Und dann 2, 2. Verleiht Stärke. Ich glaube, dann nehme ich noch den da rein. Dann killen wir damit direkt. So, und dann beende ich mal meinen Zug. Und dann gucke ich mal, was passiert. Er geht mit 4 dann jetzt in meine Festung gleich rein. Und wir laufen dann gleich nach vorne. Ich hätte, glaube ich, aggressiver spielen sollen. Weil wir jetzt ein Problem haben, sonst geht er da rein gleich. Oh Gott. Wir laufen jetzt nach vorne. Ich glaube, ich gehe mit dem darauf. So, dann mache ich die erstmal kaputt. Dann haben wir noch 4. Verleiht Stärke. Ich glaube, ich verleihe dem mal... Können wir den... Warte, wie sieht das aus?
Verleiht beim Ausspielen einer feindlichen 2 Stärke. Freundlichen, nicht feindlichen. Beim Ausspielen zufällig Schaden. Ich denke, ich mache das hier. So, okay. Und dann beenden wir mal den Zug. Das ist interessant, aber wenn unsere gleich da reingehen, dann schaffen wir das. Ich hätte gern gesehen, wie es mit dieser Feste aussieht. Aber das sehen wir leider nicht mehr. Wir haben gleich gewonnen. Okay, Feste. Okay, wir laufen jetzt erstmal ein Feld nach vorne. So, Feste können wir... Die greifen die ja nicht an, denke ich. Das ist schade. Deswegen mache ich jetzt erstmal das hier. So, überall mal ein bisschen Schaden. Greift er die an? Der greift den an und hält die dann auf. Und verleiht denen Stärke. Wow. Und dann beenden wir den Zug und dann haben wir das jetzt geschafft. Weil nächste Runde werden meine da reingehen. Und die anderen schalten sich gegenseitig aus. Oh, außer der killt die jetzt. No. Hey, okay, wir haben noch immer nicht gewonnen. 2 sind reingelaufen. Wir könnten rein theoretisch... Immer, ich setze die dahin. Und setz dann den da rein. So, okay. Zack, zack. Und dann beende ich mal meinen Zug. Das ist nice. Mir gefällt das. So, er kommt mit seinem Dings da. Und noch ein Freibeuter. Der killt aber nur einen. Und dann hat er noch einen. Den setzt er nach da. Okay. Gut, dann kommt jetzt... Ich will gern sehen, was passiert, wenn der da reingeht. Deswegen, tausche mal die aus. Dann bekommen wir Fegefeuer. Das ist der Typ. Ich setze mal den dahin. Und dann setze ich den dahin. Dann macht er das Fegefeuer dahin. Und dann setze ich den noch dahin. Okay. Gut, und jetzt hat er keine Chance mehr. Ich weiß, es war zwischendurch schon so ein bisschen so, dass der Gegner fast gewonnen hätte. Aber er kam keinmal bei mir rein. Das spielt auch doof, aber wir sehen, dass es nicht so einfach ist und man nicht so schnell gewonnen hat. Das ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Meine Leute laufen jetzt rein und dann haben wir gewonnen. Nice! Und jetzt bekommen wir irgendwas Seltenes. Sehr cool gemacht, dieses Spiel. Ich behalte das auf jeden Fall auf meinem Handy. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einfach ein Like da. Turniermais. Es muss natürlich in meinem Video passieren. Verursacht 3 zusätzliche Schaden am Ziel, bevor du Einheiten oder Bauwerk angreifst. Okay. Der hier selten, Satyr, verursacht beim Ausspielen 3 Schaden bei allen angrenzenden feindlichen Bauwerken. Und hier selten, Smaragdtürme, verleiht zu Beginn deines Zuges allen freundlichen Einheiten vor der Karte 2 Stärke. Wow. Willkommen, Glückwunsch zu deinem ersten Schritt in der Welt von Stormbound. Spiele Partien gegen andere Königreiche und sammle ihre Karten, fordere andere Spieler heraus, um in den Rängen aufzusteigen und mächtige Belohnungen zu erhalten. Cool. Dex, verwende deine Kartensammlung zum Erstellen. Quests. Das ist schön gemacht. Ich bekomme... Was? Wieso bekomme ich das? Aber danke. Also cool, dass ich das bekommen habe. Hier oben können wir unseren Namen ändern. Da muss man ein Konto erstellen, das machen wir jetzt nicht. Dann gucken wir uns mal den Shop an, wie das Ganze hier aussieht. Man kann ein Willkommenspaket kaufen, ansonsten andere Pakete. Dann muss man Geld ausgeben. Kann man aber das Gold auch für sonstigen oder Rubine oder irgendwie für was ausgeben? Also man muss ja irgendwie auch Karten ohne Geld bekommen. Hoffe ich. Ja, okay. Tagespakete. 200 Gold dafür. 500 Gold dafür. 10 Karten, 25 Rubine, erhält 4 epische Karten oder besser. Ich glaube, dann spart man darauf. Und was ist das? Schwarm. Okay, Karten verbessern kann man auch. Wow, interessant. Sieht gut aus auf jeden Fall. Okay, gut, Quests. Tägliche Quests, man kann die tauschen und abschließen. Okay, gewinne 3 Kampagne-Leveln. Und dann bekomme ein brillantes Buch.
Cool, also es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ist gratis, wie gesagt, nur mit In-App-Käufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ha, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.